Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ab heute mit neuen Folgen, nachdem ich in den letzten Wochen leider ein bisschen sparsam sein musste mit den Videos. Daher gab es, glaube ich, nur zwei Videos pro Woche. Ich war in den letzten Wochen 2 Wochen lang im Urlaub und davor und danach hatte ich beruflich sehr, sehr viel zu tun und dementsprechend kam ich nicht so sonderlich zum Aufnehmen und musste das, was ich schon aufgenommen hatte, dann ein bisschen stretchen und dementsprechend wenig Videos gab es dann leider. Ist halt leider so. Ihr kennt es ja, manchmal gibt es viele Videos, manchmal wenige. Ist halt so. Ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen wieder ein bisschen mehr zum Aufnehmen komme, dass es wieder ein paar mehr Videos gibt. Mal gucken. Werden wir sehen. Aber ihr seid es ja gewohnt. Ich weiß allerdings auch überhaupt nicht mehr, was wir so bei den letzten, halt Fernseher war ich ja schon, was wir so bei den letzten Malen effektiv gemacht haben. Ich weiß, dass wir dieses Meerjungfrauen-Amulett von dem netten Händler am Strand bekommen haben. Hier ist ein Brief. Ah, das ist wieder unser Payback. Entschuldige die unpersönliche Nachricht. 209 Gold bekommen wir zurück. Payback-Punkte sozusagen. Oben werden ein paar da wird doch gut geerntet irgendwie, oder? Macht ihr irgendwas? Teilweise macht ihr was. Gut, also ich weiß nicht mehr so ganz genau, was wir gemacht haben. Wir haben eben dieses Meerjungfrauen-Amulett von dem netten Händler am Strand bekommen. Was ich im Nachhinein herausgefunden habe, dass das ja sehr, sehr selten ist, weil der Händler ist nur da, wenn es regnet. Und mit anderen Worten, wir hatten im Prinzip Glück, dass wir genau da am Strand waren und das gekauft haben. Und mit diesem Amulett kann man eben heiraten. Das werden wir noch nicht ganz so schnell machen. Irgendwann werden wir das mal machen. Ich kann mich immerhin noch daran erinnern, dass wir eine neue Freundin haben. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Verwechslungen, dass mir da keine Verwechslungen passieren werden. Da wird noch fleißig geerntet, das ist nett. Oh, eine Erdbeere ist hier drin. Wow, eine einzige. Das ist viel. Ja, ansonsten, da oben wurde auch geerntet. Machen wir die schnell raus. Hier müssen wir nichts anpflanzen. Hier müssten wir irgendwas anpflanzen. Wir haben jetzt noch 6 Tage mit heute. 7 Tage. Haben wir hier noch was, irgendwas, was innerhalb von 7 Tagen wächst? Die Erdbeersaat bringt uns nicht viel. Das wird eng. Das wird schwierig. Wir könnten natürlich trotzdem die Erdbeersaat aussäen, weil wir ja diesen Bonus haben, dass es schneller wächst. Das könnte ausgehen. Ja, komm, das machen wir einfach. Gutes. Halt, ich brauche aber 8. So. Zack. Ja, bei mir auf Steam haben sich jede Menge Spiele in den letzten Wochen geupdatet. Kaum ist man mal nicht so viel online. Dann gibt es ganz viel, was sich aktualisiert. Ich helfe euch mal, damit das ein bisschen flinker geht. Und noch was? Nö, passt. Dann müsste das jetzt. Nein, ich möchte nicht den Blumenkohl essen. Wer isst denn einen rohen Blumenkohl? Bäh. Eklig. Genau. Stardew Valley hat sich nicht abgedatet. Da erwarte ich jetzt auch gerade nicht viele Updates. Allerdings wurde angekündigt, das weiß ich auch nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich räume erst drin auf. Es wurde auch angekündigt, dass der Multiplayer-Modus von Stardew Valley wohl Anfang 2018 irgendwann erscheinen soll. Ist schon sehr spät irgendwie, aber. So, mal. Aber selbst wenn. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den hier noch nutzen würden, weil wir haben jetzt so weit hier alles alleine gespielt und jetzt, wo eigentlich nicht mehr so viel zu tun ist, plötzlich umsteigen auf Multiplayer, ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man hier zu zweit früher oder später spielen kann. Weil ich glaube, das macht schon Spaß, wenn man sich hier... Dann kann einer sich um die Farm kümmern, gerade am Anfang... Gerade am Anfang ist es ja doch sehr zäh. Dann kann einer buddeln und
der andere kann sich um die Farm kümmern. Und dann kann nämlich auch die Farm größer werden, dann verdient man mehr Geld. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Habe ich hier noch? Ah, ich habe hier schon. Hab noch ein paar Eier im Vorrat. Sehr gut. Bim, 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 bim. 2, 4, 5. Machen wir gleich wieder neue Mayonnaise. Ist jetzt auch für mich so ein bisschen wieder reinkommen. Also was haben wir überhaupt gemacht und so weiter und so fort. Ah ja, unser futuristisches Gebäude. Und hier, ja gut, da haben wir ja unseren Indikator, da wird sich nichts getan haben. Gucken wir nochmal ganz schnell zu den Tieren. Da liegen nämlich zwei Trüffel. Ja, wisst ihr noch am Anfang, wie wir jeden Tag immer die Tiere gemacht haben? Ah, das haben wir wohl auch erst neulich gemacht, sonst wäre hier mehr los. Ich bin immer noch sehr gespannt, ob aus diesem Dinosaurier-Ei tatsächlich ein Dinosaurier schlüpft, weil, also da haben wir ja ein Dinosaurier reingelegt. Nein, ein Dinosaurier-Ei reingelegt. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Gut, hier ist logischerweise nichts zu tun, aber wir können melken, wenn wir schon mal da sind. Hier können wir stehen bleiben. So. Einmal frische Milch. Nicht, dass unsere Kühe irgendwann platzen. Ne, keine Milch. Ach, die haben wir schon gemelkt, oder? Die haben wir schon gemelkt oder gemelkt? Jetzt geht die rein. Jetzt kommt sie wieder raus. Das ist doch schlimm. Die machen, was sie wollen, diese Kühe. Habe ich eine Schere dabei? Nö, habe ich nicht. Da ist noch eine Ziege. Und da unten versteckt sich noch eine Kuh. Also das Gras ist so gesehen ziemlich blöd, manchmal. Was? Ach, ein Schaf. Oder? Nö, hat sie. Die produziert gerade keine Milch, müsste es heißen. So. Jetzt habe ich irgendwas angefangen zu sagen und ich habe es vergessen. Ist auch egal. So, jetzt gehen wir wieder hier rein. Jetzt haben wir ja auch Milch. Genau, 5 große Milch. Schnell mal wieder hier rein. Den Rest packen wir wieder da oben rein. Das können wir, Moment, wir können mit der Rolle, wo ist unser Spinnrad? Hier. Und der Rest wird verkauft. Sehr gut. Genau, Käse verkaufen, Mayo verkaufen, Trüffel, mal behalten wir mal wieder. Und was ist denn heute Montag? Montag, also Ingame, Montag. Dann legen wir mal hier unser Zeug wieder rein. Alles bis auf die Hoe. Die Hacke. Und machen uns mal wieder auf den Weg und freunden uns mit ein paar Leuten an. Wir müssen ja doch wirklich noch einiges. Na, gucken wir mal, wie sieht's denn aus? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 haben wir schon auf voll. Abigail gehört noch nicht dazu, das wird bald passieren. Ja. Ja, also um die mache ich mir alle keine Sorgen. Die kriegen wir schon hin. Alles so ab hier mache ich mir. Die kriegen wir auch noch vielleicht hin. Aber alles, was hier unten ist, ist halt schon sehr mau. Gerade mit Alex, denn ein Herz, das ist ja nix. Der Zwerg, ja, der ist natürlich so am Arsch der Welt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, brauchen wir es wahrscheinlich, weil wir Rezepte von ihm brauchen. Das ist echt blöd. Das ist total blöd. Das muss ich mal ganz kurz wieder in meine. Wer möchte denn was geschenkt bekommen? Liste switchen. Ja, und. Ah, Pferdchen. Hab mein Pferd ganz vergessen. Ja, wir haben ja ein Pferd. So. Mir gefällt irgendwie unsere Farm immer noch. Ich würde es jetzt zwar nicht. Hier könnte man theoretisch noch irgendwas draus machen, aber das ist ja so unsere Heuzucht sozusagen. Ja, und uns fehlt halt immer noch dieses komische Jewelry-Dingens. Aber wie gesagt, oh, da macht jemand Fotos. Hallo. Haley. Ja, wenn sie beschäftigt ist, kann ich ihr dann eine Sonnenblume schenken? Das ist die große Frage. Ja, das ist ein Narziss. Also die Sonnenblume. Da ist die Sonnenblume.
Ja, das geht. Ja, ich darf nicht mit dir reden, aber die Sonnenblume nimmt sie. Ne? Schon ein bisschen frech. Aber gut. Oh, was ist jetzt los? Oh nein! Oh nein, guck mal hier. Hier, Emily, unsere Ex-Freundin. Ach, die filmen irgendwas. Das ist ja lustig. Okay. Okay, Leute. Kennt ihr euren Text? Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bereit? Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich habe mich wohl geirrt. Na gut, ich bin ja nicht mal mit dir offiziell zusammen. Schnitt! Oh, da traut er sich wieder nicht, der Clint. Es tut mir leid. Wie soll ich an meinen Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist? Oh, hey. Jetzt werden wir gefilmt. Schau dir meine neue Kamera an. Der Joja-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000 Gold. Geld. G. Hey, ich möchte dich gerne in dieser Aufnahme haben. Einverstanden? Gehe einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Du weißt schon, dass ich mich gerade von ihr getrennt habe? Das macht es aber trotzdem nicht authentischer, wenn Clint seinen Text nicht hinkriegt. Okay, bereit? Action! Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Das hast du mir versprochen. Du würdest mich für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diese neue Joja Blue Cola ausprobieren. Ah, das Bild. Ah, das ist hier. Wo ist meine Maus? Die Maus ist weg. Mit der Cola-Flasche in der Hand. Sehr cool. Sie hat den dreifachen Sorbitgehalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinkerlebnis sorgt. Und sie ist günstiger als Wasser. Moment, günstiger als Wasser? Aber ist Limonade nicht ungesund? Du hast mir versprochen? Keine Angst, mein Schatz. Das erstklassige Forscherteam im Joja-Hauptquartier hat bestätigt, dass Joja Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel und so oft du willst. Die eigentliche Frage ist, wann wirst du Blue werden? Gluck, gluck. Ah. Schnitt. Das war perfekt. Ne, ich fand es ein bisschen dick aufgetragen. Danke für deine Hilfe. Ja, super. Ich kann super irgendwo vorbeilaufen. Kann ich ganz toll. Clint? Emily? Ja? Ja? Das Gesicht war gut. So, hallo kleiner Vincent. Du magst, glaube ich, immer noch... Stopp, stopp. Papa ist nicht oft da. Ich vermisse es, mit ihm zu spielen. Ah. Dann kriegst du eine Traube. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist ja grandios. Kent mag immer noch Zeug, das wir nicht haben. Ich häng fest zwischen zwei Leuten. Ja, so. Darf ich hier mal wieder durch? Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, sehr, sehr weit am Anfang des Let's Plays haben wir irgendwann mal herausgefunden, dass Clint ein bisschen was für Emily empfindet. Summer Spangle, was war das? Wahrscheinlich das. Ah, du gibst mir das, sie ist sprachlos. Hallo, Jody. Jody mag einen Diamanten. Diese bescheidenen Leute, die einen mögen Trauben, die anderen mögen Diamanten. Oh, da oben ist Harvey, mit dem müssen wir uns auch mal... Diese Dinger nerven ein bisschen, diese Steine. Warum kann ich da nicht drüber gehen? Ich fühle mich für die Gesundheit dieser ganzen Gemeinde verantwortlich. Das ist manchmal anstrengend. Harvey mag Wein. Ja, natürlich, ein Arzt braucht Wein. Zack. Ah, das ist für mich. Bla, bla, bla. So, mal gucken, wen wir noch so finden. Oh, Shane. Hallo, Shane. Shane mag
Hot Pepper. So. Oh, woher wusstest du das? Steht in meiner Liste. Außerdem habe ich dir das schon öfters geschenkt. So, dann gehen wir mal runter zu Grobus. Um ihm mal wieder ein Void Egg zu geben. Ein fantastisches Geschenk. Ja, wir könnten immer noch das Zepter der Rückkehr holen, aber ich finde es immer noch lustig, dass wir ihm sein Schattenei abkaufen können und ihm dann schenken und dann freut er sich drüber. Das ist total sinnvoll. Oh Gott, da oben läuft Emily. Da oben läuft Emily. Hallo Elliot. Elliot, dich sehe ich auch nicht oft. Pumpgranate. Ein Granatapfel. Möchtest du? Oh, wundervolle Geschenke. Großartige Geschenke. So, und hier sind ein paar Würmer, aber da werden wir leider nicht unser Jewelry drin finden. Leider, leider. Aber ich finde, unserem Fischer sollten wir auch mal wieder was schenken. Besuchen wir ihn mal wieder. Hallo, Willi. Willi, du magst ja immer auch die Diamanten. Ich stelle mir das gerade lustig vor. Also ich weiß ich nicht. Also ein Fischer, der einen Diamanten möchte, was wird er wohl damit machen? Er wird damit fischen wollen, weil der glänzende Diamant wahrscheinlich ganz tolle Fische anlockt. Und ich stelle mir es vor, wie jemand einen ganz tollen, großen Diamanten, sowas, was ein Schweinegeld kostet, an der Angel hängt. Und dann ins Wasser wirft. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Fantasie, als dass das eine tolle Idee sein könnte. So, Jojamart. Din, 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 din. Ah, guck mal, da sind zwei Blümchen. Dem Alex können wir immer noch sein Essen nicht kochen. Sein Riesen-Breakfast. Alex. Ja, sein Salmon-Dinner, oder? Nö, können wir nicht. Aber, guck mal, wer da läuft. Hallo, Lea. Moment, habe ich die nicht gerade schon? Nee, die habe ich noch nichts geschickt. Die habe ich heute noch nichts geschickt. Du willst auch einen Wein. Bitteschön. So, dann mache ich mich... Hallo, Pam. Fast über den Haufen geritten. Oh Gott, Pam über den Haufen reiten. Dann gehen wir ganz schnell in den Steinbruch. Ne, nicht in den Steinbruch. Obwohl, da können wir eh nichts machen, weil wir haben ja keine Hacke dabei. Ich wollte eigentlich in die Minen zu unserem Zwergenfreund da hinten. Damit wir uns mit dem auch mal irgendwann gut verstehen. Irgendein Mineral möchtest du? Ja, dann kriegst du halt einen Aquamarin auch gut. Zack. Hey, total klasse. Ich hab das Zeugs von der Oberfläche. Was hast du nochmal verkauft? Hab ich das gerade richtig gesehen? Was heißt das Privateigentum? Ein Bergarbeiter-Leckerbissen. Boah, plus 32 Magnetismus. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Dann gehen wir wieder zur Bushaltestelle und reiten geschwind zur Taverne, wo vielleicht noch ein paar Leute drin sind, um ihnen was zu schenken. Ich bin ja eigentlich überrascht, wie gut wir uns mit dem Wizard verstehen, weil so oft haben wir den jetzt auch nicht besucht. Gut, wir haben ihn natürlich sehr oft... Oh. Hallo. Stopp, 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 stopp. Lipp. Stopp. Maru. Maru mag Strawberry. Magst du Strawberry? Da ist Strawberry. Da nimm Strawberry. Oh, genau, das knallt, das haut sie um. Jetzt komme ich da wieder nicht durch. Penny. Penny. Der habe ich schon was. Was? Aber man sollte nicht an negativen Dingen festklammern. Das ist gut, wenn ich nicht lese, was unten steht. Genau, man muss immer positiv bleiben. Das glaube ich auch. Ich werde mich einfach darauf konzentrieren, die Zukunft zu verbessern. Genau. Genau. Habe ich dir jetzt schon was geschenkt? Ich glaube ja. Nein. Noch nicht. Na, dann war es ja gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Ach ja, da ist ja unsere Emily. Shane, die habe ich schon was geschenkt. Pam, hey Kind, ich würde was ausgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Gas möchte wieder seine obligatorische Orange.
Sollen wir mal mit Emily reden? Hallo Emily. Hey. Es gibt gute Leute in dieser Stadt, die einfach nicht ihr Glück finden können. Das macht mich traurig. Ja. Ich glaube, sie verdrängt, dass wir nicht mehr zusammen sind. Sie verdrängt es ja. Gut. Ja, dann sind wir hier mal wieder fertig. Können dann wieder aufräumen. Ja, und ich freue mich tatsächlich, oh Gott, da sind Diamanten fertig, dann können wir da nochmal rausgehen gleich. Ich freue mich tatsächlich so ein bisschen drauf, wenn... mein Gamepad ist wieder angeschlossen. Gut, dann mache ich das Gamepad schnell raus. Dann springt nämlich der Cursor immer so blöd hoch, das ist bescheuert. Also ist natürlich hilfreich, wenn ich das Gamepad mit dem Gamepad spiele, aber das mache ich ja irgendwie nicht. So, der Rest war ja... eingesammelt. So, dann gehen wir schnell runter zu den Diamanten. Pferd, du stehst im Weg. Ganz kurz hier rein. Jawohl, hier in unserem Zukunftsrecht. Es sieht aus wie ein Raumschiff, oder? Wie heißt das eine Spiel, was so Terraria-mäßig ist, nur auf Weltraum, wo man verschiedene... Da erinnert mich irgendwie so die Optik dran, so ein bisschen. Wie heißt das Spiel? Muss ich jetzt gerade gucken. Das interessiert mich jetzt. Wie hieß es? Starbound. Starbound meinte ich. Genau. So, an das erinnert es mich so ein bisschen. Genau, dann haben wir wieder ein paar Diamanten. Halt in diese Kiste. Ach komm, wir haben 71 Diamanten. Wir kriegen immer Diamanten und verkaufen sie gleich. Macht ja nichts. So, zack, weg. Hallo, du komischer Zombie. Ich gehe mal hier rein. Oh, hier ist auch noch einiges fertig geworden. Ja, macht ja Sinn. So, eigentlich wollte ich jetzt diese Glasscherben... Ach nee, das ist ein Artefakt, richtig, die kann ich nicht recyceln. Okay, dann hauen wir trotzdem nochmal eine frische Ladung Eier rein. Und ein bisschen Milch. So viel Milch haben wir gar nicht, aber... ist ja wurscht. So. Wow, hallo, Zombie. Pferd, du solltest unbedingt in den Stall gehen, hier laufen Zombies rum. Gut, dann verkaufen wir den Käse auch noch, den Stoff behalte ich, die Glasscherben verkaufe ich. Verkaufen wir auch. Aber wisst ihr noch, wie wir das früher immer gesammelt haben und froh waren, dass wir es bekommen haben? Dabei gibt es nur so 200. Hallo, Kätzchen. So. Gut, dann hätten wir es für heute. Und nachdem ich jetzt gerade mal wieder nicht wüsste, was ich in den verbleibenden 2 Stunden noch machen soll. Wir müssten irgendwann mal ausprobieren, das hier wieder hinzurichten. Da hatten wir ja mal das Problem, dass das Spiel immer abgestürzt ist. Vielleicht... Mal gucken, wie wir das machen. Es müssten wir halt eigentlich relativ am Anfang machen und dann sofort ins Bett gehen. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Weil wenn wir erst einen kompletten Tag spielen und dann... richten wir das ein und dann stürzt das Spiel ab. Ist natürlich auch blöd. Aber gut, gucken wir mal, wie wir das machen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir das jetzt noch im Frühling machen. Irgendwie. Wird ein sehr kurzer Teil. Aber wie auch immer. So, wir haben jedenfalls 64.000 eingenommen. Hauptsächlich durch Diamanten. Ist ja echt Wahnsinn. Und, ich bin eigentlich am Überlegen, ist es nicht effektiver, wenn wir die kompletten Felder abreißen, überall Crystallariums aufbauen, das bringt doch deutlich mehr, oder? Das sind 62 Diamanten, sind fast 50.000 Gold und wir haben gleich viele etwa Erdbeeren in guter Qualität und das sind gerade mal 12.000. Also wenn wir so viele Crystallariums bauen können, sind wir reich.
mal überlegen. Ist eine lustige Idee. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.